Willkommen zu Ballandor Gold. Ich möchte mit einer Frage einsteigen. Wer braucht die Dinge, die auf dieser Liste stehen, wenn er das hier haben kann? Seit ich praktisch die Verkaufszahlen der Wii U verdoppelt habe, habe ich mir immer eine Frage gestellt. Was wird mein nächster Tiefpunkt im Leben sein? Und ich habe eine Idee. Um herauszufinden, mit welchem Produkt ich mich als nächstes in die Insolvenz stürzen sollte, schaue ich mir heute an, welche Nintendo-Konsolen sich noch seltener verkauft haben als die Wii U. Dafür müssen wir eine Reise ganz tief ins Internet unternehmen, denn Nintendo stellt bereits seit knapp 43 Jahren eigene Konsolen her. Manche davon waren gut, manche davon waren die Wii U und manche davon, naja, waren zumindest nicht die Wii U. Es ist tatsächlich extrem schwer, eine Konsole zu finden, die sich unter ähnlichen Umständen schlechter verkauft hat als die Wii U. Beinahe alle möglichen Kandidaten sind entweder nicht weltweit erschienen, waren nur Add-ons oder alternative Konsolenvarianten. Aber fangen wir doch einfach mal an im Jahr 1977 und googelt 1977 nicht, ihr werdet nur enttäuscht. 5 Jahre zuvor kam die Magnavox Odyssey auf den Markt, die erste als solche zu bezeichnende Heimkonsole. Und bei 350.000 verkauften Einheiten dachte Nintendo, oh mein Gott, so viel Erfolg wollen wir auch haben. Sie lizenzierten daher das Konzept der Magnavox Odyssey und stellten 5 verschiedene Konsolen her, auch bekannt unter der Color TV Game Serie. Sie gehörten alle zur ersten Konsolengeneration, was bedeutete, das hier existierte noch nicht. Die enthaltenen Spiele sind fest mit der Konsole verbunden, nicht austauschbar wie etwa bereits beim Nachfolger, dem Famicom bzw. NES. Also dann, wollen wir mal einen Blick werfen auf die Color TV Game Serie, hergestellt von Nintendo und was? Ja, Nintendo konnte damals die benötigte Technik nicht selbst herstellen und Mitsubishi war sowieso an Heimkonsolen interessiert, weil ihnen die Konkurrenz in der Taschenrechnerbranche zu hart wurde. Das klingt absolut affig, aber es waren die 70er, das waren harte Zeiten. Insgesamt war die Color TV Game Serie ein ziemlicher Erfolg für damalige Verhältnisse. Die ersten 2 Modelle, Color TV Game 6 mit 6 Spielen und Color TV Game 15 mit 15 Spielen, sehr kreativen Namen an der Stelle, kamen ziemlich gut an. Zusammen gingen beide Geräte über 1 Million Mal über die Ladentheke. Das sind aus heutiger Sicht natürlich vernichtende Zahlen, aber ihr müsst bedenken, wir reden von der ersten Konsolengeneration. Die Leute wussten damals noch gar nicht richtig, was ein Videospiel ist, also man konnte nicht erwarten, dass sich das so viel verkauft wie die PlayStation 2. Weitere Modelle folgten schließlich. Zuerst das Color TV Game Racing 112, diesmal nicht mit 112 verschiedenen Spielen, aber mit 112 verschiedenen Spielkombinationen. Man konnte Dinge wie die Autoanzahl, das Tempo, die Straßenart, Glätte und so weiter einstellen, sodass man eben 112 Kombinationen hatte. Und nur mal zum Spaß, kann irgendjemand durchrechnen, wie viele Kombinationen in Smash Ultimate möglich sind? So mit allen Charakteren und mit allen Items und mit allen Stages. Als viertes folgte dann das Color TV Game Block Kuzushi. Lecker. Ach, fuck, verhört. Hierbei handelte es sich um eine Art Breakout-Konsole mit 6 Breakout-Varianten. Besonders cool ist hier, dass erstmals der bekannte Nintendo-Schriftzug in dieser Form auf die Konsole gedruckt wurde. Das Racing 112 und das Block Kuzushi verkauften sich jeweils 160.000 und 400.000 Mal, was ganz gut klar ging dafür, dass es Teile einer Konsolenserie waren. Kommen wir zum 5. und letzten Ableger der Serie, dem Computer TV Game. Sie war die einzige Konsole, die keine Farbausgabe besaß. Das ist richtig. Color TV Game war eine Lüge! Das Computer TV Game diente dazu, das Brettspiel Othello, Moment, kurz verwechselt, Othello zu spielen. Falls ihr mit Othello gerade nichts anfangen könnt, es ist Reversi. Es ist zwar irgendwie nicht Reversi, aber doch, es ist Reversi. Und falls ihr mit Reversi gerade nichts anfangen könnt, dann kann ich euch auch nicht helfen. Othello war ebenfalls Bestandteil von Nintendos allererstem Arcade-Spiel, Computer Othello. Nintendo nahm dann dieses Gerät und stauchte es irgendwie in dieses Teil hier. Das Ganze hatte einen Preis, denn das Netzteil beispielsweise wog 2 Kilogramm. Um herauszufinden, wie viel 2 Kilogramm sind, habe ich gegoogelt, was 2 Kilogramm wiegt und bin auf diese Antwort hier gestoßen. Danke. Hiroshi Yamauchi, der damalige Präsident von Nintendo, setzte für gewöhnlich auf geringe Preise bei den Konsolen. Sie waren selten teurer als wenige tausend Yen, was damals weit günstiger als die Konkurrenz war. Das Computer-TV-Game jedoch kostete beinahe 50.000 Yen, da es sich mehr an Unternehmen richtete. Es war nicht direkt für den Konsumenten gedacht, sondern sollte beispielsweise Kunden zur Überbrückung von Wartezeiten dienen. Das heißt, ein Unternehmen hat es gekauft, hat es irgendwo hingestellt, die Kunden waren glücklich und das war's. Dadurch, dass es so nie richtig in die Masse Produktion ging, ist es heute praktisch die seltenste Konsole, die es jemals von Nintendo gab und auch die schlecht verkaufteste. Keine Sorge, liebe Wii U, du musst nicht mehr weinen. Es gibt da draußen immer Konsolen, denen es schlechter geht als dir. Aber entfernen wir uns doch mal ein bisschen von den 70ern. Falls ihr dachtet, die Joy-Cons der Switch wären klein und unhandlich,
Ich glaube, Nintendos Designer war damals magersüchtig. Im Gegensatz zu den Color TV Game Konsolen kam das Pokémon Mini Anfang der 2000er weltweit heraus. Es ist die kleinste Konsole von Nintendo, bei der man die Spiele-Cartridges wechseln kann. Es ist mit 70 Gramm auch die leichteste und es ist mit nur 4 Spielen in Nordamerika auch die am wenigsten unterstützte. Wenn dir sogar der Virtual Boy was voraus hat, hast du echt was falsch gemacht. Die Auflösung dieses kleinen Taschenwärmers betrug 96x64 Pixel und hey, ich weiß jetzt, wieso es sich nicht verkauft hat. Tatsächlich kann man keine Informationen über genaue Verkaufszahlen finden. Da aber die Spieleproduktion außerhalb von Japan direkt nach den Launch-Titeln eingestellt wurde, vermute ich, es war nicht ganz so erfolgreich wie Pokémon Schwert und Schild. Aber wollen wir doch mal schauen, wie Nintendo das Produkt auf ihrer Website selbst bewirbt. Okay, es ist klein, die Farben werden dich an drei der beliebtesten Pokémon erinnern, Endivie, Cursilla und Felino. Habe ich was verpasst oder seit wann ist das hier beliebt? Es bewegt sich! Mit Hilfe eines Bewegungssensors im Inneren kannst du dein Pokémon nur durch die Bewegung deiner Hand steuern. Leute, es ist Kinect, aber in unnötig. Unnötiger als Kinect sowieso schon ist. Stelle die Uhr ein, wenn du dein Pokémon Mini zum ersten Mal einschaltest und es werden zuverlässig Sekunden, Minuten, Stunden und Tage gezählt. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr ein Pokémon Mini habt, schmeißt einfach eure Uhren weg, ihr braucht sie nicht mehr. Und 2 Tage nach dem Pokémon Mini kam in Nordamerika noch der GameCube heraus. Es war 2001 und aus irgendeinem Grund hatte Nintendo keinen Bock auf Geld. Der GameCube hat sich im Vergleich zum Sega Dreamcast ganz gut verkauft. Mit Betonung auf im Vergleich zum Sega Dreamcast. Er wurde völlig zerstört, was die Konkurrenz anging. Das hielt Nintendo aber nicht davon ab, den Panasonic Q herauszubringen. Es ist ein GameCube und er kann DVDs abspielen. Keiner hatte Bock darauf, also wurde die Produktion nach 2 Jahren eingestellt. Nintendo, ihr solltet echt keine Partnerschaften eingehen. Ja, das Teil hat absolut vernichtende Verkaufszahlen für die Zeit eingefahren, aber es hat heutzutage auch einen ganz schönen Sammlerwert, was es dann doch wieder besonders macht. Der GameCube und seine Spiele selbst sind ja schon nicht mehr die günstigsten, aber Panasonic Q, das ist ja fast teuer. Aus dem Loch, was sich 6. Konsolengeneration für Nintendo schimpfte, kamen sie jedoch durch die Nintendo Wii mit Karacho wieder heraus. Aber es ist Nintendo, also irgendwas mussten sie verbocken. Die Nintendo Wii Mini. Sie erschien Ende 2012 in Kanada als Pilotprojekt und kam dann im März 2013 auch nach Europa. Niemand mag die Wii Mini. Sie hat keine GameCube-Kompatibilität, keinen SD-Kartenleser, keine WLAN-Funktion und sie hat keine Freunde. Niemand mag sie. Sie kam für etwa 100 Euro auf den Markt. Mit enthalten war eine Wiimote mit Motion Plus, ein roter Nunchuck-Controller und es gab später noch ein Bundle mit Mario Kart Wii, welches nicht viel teurer war. Es lohnte sich also, eine Wii Mini zu kaufen, um eine Wiimote mit Nunchuck und Mario Kart zu haben und irgendwann später die Wii Mini alleine wieder zu verkaufen. Du konntest nur gewinnen. Die Wii Mini hat Nintendo nicht wirklich wehgetan, anders als es die Nintendo PlayStation gemacht hat. Aber man hätte es entweder anders umsetzen müssen, damit es erfolgreich wird, oder man hätte es einfach bleiben lassen können. Was will man mit einer Wii Mini? Und was will man mit einem originalen Nintendo DS? Okay, ihr seid vielleicht verwundert. Es geht um selten verkaufte Videospielkonsolen, aber der DS ist doch der meistverkaufte Handheld der Welt. Ja, wenn man den DS Lite und den DSi zählt. Der originale Nintendo DS sah so aus und jetzt weiß man auch, warum den keiner besitzen wollte. Man findet nur schwer vereinzelte Zahlen, aber da alleine der DS Lite schon fast 100 Millionen Mal verkauft wurde, lässt sich schnell ausrechnen, wie selten das allererste Modell verkauft wurde. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, simple Konsolenvarianten jetzt als Flops oder als schwach verkaufte Modelle abzustempeln. Ich meine, der originale DS hat sich etwa so oft verkauft wie alle Wii U Modelle zusammen, aber findet ihr, das ist ein fairer Vergleich? Und es gibt noch einige weitere Dinge, die man hier aufzählen könnte, wie beispielsweise das Nintendo 64 Disk Drive, worüber ich jedoch auch noch ein eigenes Video machen möchte. Ich finde das wirklich interessant. Es ist halt eher ein Add-on als eine eigenständige Konsole, also auch wenn es sich nur 15.000 Mal verkauft hat, man kann es nicht wirklich zählen, meiner Meinung nach, und es kam auch nur in Japan heraus. Ähnlich verhält es sich mit dem Famicom Disk System, einem Add-on für das japanische NES, welches aber immerhin 4,4 Millionen Mal über die Theke ging. All das sind halt Zubehöre und keine eigenständigen Konsolen, daher ist es schwierig, sie in diese Liste mit aufzunehmen. Es sind aber definitiv interessante Geräte in Nintendos Konsolengeschichte und ich denke, ich möchte dazu auch noch jeweils einzelne Episoden machen. Das wäre es jetzt aber soweit von den schlecht verkauftesten Geräten in Nintendos Geschichte. Klar, manche davon waren eine unfassbar dämliche Idee, aber hey, nichts davon war so richtig abstoßend oder scheußlich. Ach, f*** dich, gab's ja auch noch...